Hansi Küpper analysieren. Danke, Wolf. Also von diesen beiden Mannschaften können wir uns eine Menge erwarten. Die Begegnung, die ist richtig heiß. Der Ball ist über die Linie und das gibt Einwurf. Hier ist Sackgasse. Er ist einfach zu behäbig, konnte nicht mehr den Ball spielen. Foul und Freistoß. Die Gelbe war mit Ansage, das war schon zu Beginn zu sehen, dass er aus der Nummer nicht heil herauskommt. Und jetzt muss er aber mal ganz fein die Füße stillhalten in den nächsten zwei Kämpfen. Und damit war es das mit der ersten Hälfte. Die Statistik sagt doch alles aus. Der Gegner hat nicht ein einziges Mal aufs Tor geschossen. Sie stehen hinten super kompakt und sie arbeiten richtig gut im defensiven Mittelfeld. Keine Tore bis hier. Nee, der Ball ist weg. So darf er da nicht reingehen. Freistoß. Es geht rot. Das ist ja fast unglaublich. Damit hat, denke ich, keiner gerechnet. Und ich bin mir sicher, auch wenn ich mir den Trainer so angucke, darüber wird nach dem Spiel noch zu reden sein. Vorn gehauen. Mit dem Kopf. Richtig, richtig gutes Spiel des Torhüters. Er kommt in Bedrängnis zum Abschluss. Das ist eigentlich stark, aber der Ball ist nicht drin. Es ist nur noch gut eine Viertelstunde zu spielen. Direkt vors Tor. Hoch und weit und erstmal durchatmen. Es steht unentschieden und Ballbesitz. Unter kontinentalen Gesichtspunkten sind Menschen für solche Aktionen auch schon vom Platz geflogen. Gut abgefangen. Ja, das war's. Der Unparteiische beendet diese Partie.